Dabei wollte ich selbst Workers zocken. Ich wünsche dir und dem Chat noch einen wunderschönen guten Abend. Freue mich auf nächste Woche. Ich mich auch, Cole Blue. Hab auch einen wunderschönen Abend. Und lass dir maximal gut gehen. Hab viel Spaß bei Workers. So, hier wird weitergebaut. Schön. Ich denke, das wird ganz cool werden hier. Hier wird auch kräftig ausgebaut. Da wird vor allem Kies verwendet. Das ist sehr gut. Gut, Leute. Dann jetzt wesentlicher Check. Wow. Okay, das lohnt sich richtig, was wir gemacht haben. Das ist die perfekte, das ist das, was ich die ganze Zeit haben wollte. Jetzt haben wir es geschafft, diesen Busbahnhof endlich mal komplett leer zu bekommen. Aber das hat ein paar Busse gedauert, bis das leer war, das Ding. Jetzt, der kriegt natürlich wieder nichts, ne? Und wenn das jetzt so weitergeht, auch mit den neuen Leuten, die wir holen, dann, wir sind auf dem richtigen Weg gerade. Wir können natürlich nicht unbegrenzt viele Leute holen. Das geht natürlich nicht. Aber wir können auf jeden Fall sehr viel noch zubringen. Und dann sollte sich auch unsere allgemeine Zufriedenheit. Ins Gefängnis gekommen, findet einer richtig schlimm. einer ist da richtig unglücklich drüber. Mich kommt nur an und verabschiede mich ebenfalls. Holla, ich wünsche dir auch einen wunderschönen Abend. Lass dir gut gehen. Schön, dass du da warst. Keine Kleidung bekommen. Ja, manche Sachen müssen auch einfach. Das sind Leute, die haben hier schon irgendwie ein Problem, weil sie im Moment des Zuzugs haben die schon eine ganze Latte an Problemen. Die müssen jetzt 1, 2, 3 Tage in unserer Gesellschaft hier in Bützenbach leben. Und dann stellen die auch fest, es gibt von allem genug. Jeder kriegt hier alles, was er braucht. Und dann sollte das auch tatsächlich kein Problem sein. Wie gesagt, und die Arbeitslosigkeit, ja, das ist halt ein Problem, ne? Also das ist die Ausbildung, müssen wir halt nach und nach durchziehen und dann wird das auch alles. Aber guckt euch das mal an, das ist richtig gut. Wir steigern permanent unsere Leute mit Schulabschluss. Das ist richtig, richtig, richtig schön. Dieses Jahr ist natürlich jetzt wenig aussagekräftig, ganz klar. Aber so im Großen und Ganzen, ich sehe da großes Potenzial. K haben wir letzten Monat verdient, ey. Nicht schlecht. Wir brauchen ja auch mehr Leute, ne? Boah, schau dir das an. Wie schaut's denn da mit dem Fahrzeug aus? Kommt da einer? Da kommt einer mit Fleisch. Und hier kommt wieder einer mit 2, irgendwas Tonnen Essen. Und ich glaube, der hat schon den nächsten Plan, hier wieder Essen zu holen. Ja, die hauen aber auch ordentlich rein, ne? Bützenbach, kleines Einkaufszentrum. Fleisch liefert er. Er liefert den Rest hier an.
könnte ihm auch sagen, liefer mal 100% Lieferung an. Zumindest hier, weil das so schnell runtergeht. Ja, ja, die hauen schon richtig rein, ne? Wow. Okay, jetzt kommen ein paar Busse. Aber wenn halt so ein Bus kommt, ne? Ich meine, der ist jetzt nicht so relevant. Der auch nicht. Aber wenn hier mal so ein richtiger Bus kommt, sind jetzt alles Baubusse, ne? So einen meine ich. Das wäre halt geil, wenn die mal wirklich mit ein paar Arbeitern losfahren würden. Weil das sind oft unsere Fabrikfahrzeuge, die sich dann halt darum kümmern, dass hier was geht. Und da geht aber auch schon mal was. Guck mal, hier kann schon wieder ein LKW kommen und hier abholen. Und hier geht auch bald was. Schau mal, wie schnell die arbeiten. Wie viele sind das? 55! Das ist eine gewaltige Stoffproduktion, die hier gerade läuft. Ich glaube, so viele Leute habe ich noch nie in der Stofffabrik gesehen. Es ist auf jeden Fall, es hat sich auf jeden Fall sehr stark gewandelt bei uns. Das muss man schon auch sagen. Also, wir können unsere Betriebe auch tatsächlich füllen. Jetzt schauen wir mal. Oh, auch hier sind wir schon im Verkaufsbereich. Jawohl. Da hinten macht es mir halt echt ein bisschen Sorge, dass da sehr wenig Leute arbeiten. Immer schon historisch gesehen. Ja. Da müssten wir deutlich mehr Leute für die Nahrungsmittelproduktion akquirieren. So. Wir lassen mal den Bau hier fortsetzen von dem neuen Wohnblock. Ich hoffe, das klappt gut. Wir werden auch eine Stadtbuslinie einrichten. Bützenbach Stadtbus. Und werden halt den von hier nach hier hinten immer hin und her pendeln lassen. Die Forschung ist weiter abgeschlossen. Wir machen Visa für westliche Touristen. Natürlich nicht wirklich, ne? Das, auf dem Papier haben wir das. Aber, also, sind wir ehrlich. Jo, das wird nie passieren. Ja, die Geheimpolizei findet Mittel und Wege. Sind wir uns alle sicher. So, wir haben mindestens 50% Regierungsloyalität brauchen wir bei der Geheimpolizei. Sonst wird das hier nichts. Wir erhöhen langsam auch mal die Voraussetzungen für unsere Schule. Auch hier wollen wir natürlich eine deutlich regierungsfreundlichere Geschichte haben. Das ist natürlich klar. So, wie schaut es eigentlich da aus? Wie ist denn das so? Regierungsloyalität. Zeig mir die mal ein bisschen an. Seit Anfang letzten Jahres. Hat sich das irgendwas getan? Nö, die ist konstant momentan auf wohl 37%. Das ist natürlich insgesamt schlecht, wenig. Aber ja, gut. Oh, guck mal. Die sind hier vielleicht schon ordentlich weit, was den Untergrundausbau angeht. Respekt. Nicht schlecht. Gut, wir haben jetzt die zweite Wohntürme komplett gefüllt. Das ist schon mal gut. Hier hinten werden natürlich auch noch massenhaft Wohntürme hinkommen.
Überwiegend, die werden natürlich mit den Bussen auch viel mit der Stadtbuslinie fahren. Ich habe auch schon überlegt, ob wir nicht irgendwo ein großes Busterminal hinbauen, um von dort an die Leute hauptsächlich wegzuarbeiten. Das heißt, dass wir hier eine innerstädtische Busroute machen bis zum Busbahnhof und dort eben für die ganzen Fabriken die Leute holen. Vielleicht auch hier unten irgendwie so eine Art Umstieg, aber keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Jetzt im Augenblick reicht das, so wie wir das haben. Das ist jetzt noch alles nicht kritisch. Ja, gleich 30 mit, ne? Das ist schon viel. Aber eher hier auch mit 25 komplett gefüllt auch, ne? Nicht schlecht. Nicht schlecht! Ja, ohne Abschluss 440, das kriegen wir schon wieder unter 400, da bin ich mir ziemlich sicher. Bisschen Sorge bereitet mir eine kleine Geschichte, und zwar die Kinderfreude bei uns. Na, also wir haben jetzt gerade einen etwas größeren Aufschwung wieder. Aber das ist immer so auf einem sehr niedrigen Niveau, ehrlicherweise. Wenn ich mir so die Kinder angucke, das ist sehr wenig. Also Babys. Kinder steigt schon irgendwie, aber das ist auch so ein ganz, ganz flaches Ding. Ne? Wir sehen hier keinen rapiden Anstieg irgendwo. Das bei den Babys natürlich mehr, aber auch viel weniger. Ja, die Todesfälle, die waren noch vom letzten Jahr. Die waren noch vom vor genau einem Jahr waren die letzte, weil hatten wir das letzte Mal richtig Probleme gehabt. Das sollte runtergehen. Die Geburtenrate steigt auf jeden Fall wieder. Man darf auch nicht sehen, wenn wir, oder eine Sache muss man auch bedenken, wir holen uns sehr, sehr intervallmäßig ganz, ganz viele Leute in unseren Staat. Und man muss auch nicht, oder man darf da nicht vergessen dabei, wenn wir uns so pulkweise neue Leute holen, dann werden die auch irgendwann gleichzeitig alt, ja. Und das ist natürlich ein Problem auch für unsere Demografie, wenn wir sehr schnell auf einen Schwung einen großen Teil unserer Bevölkerung im gleichen Alter haben. So, unsere Gesundheit, unsere Lebensspanne zum Beispiel, unsere Durchschnittslebenserwartung steigt auch jetzt wieder weiter an, das ist sehr gut. Das ist alles soweit fein. Zufriedenheit geht auch wieder hoch. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Wie gesagt, wenn wir sehr viele neue Leute holen, dann müssen sie erstmal grundversorgen. Da sind die am Anfang ein bisschen zickig. Aber das wird dann, auf Dauer wird das schon. Bei den Babys müssen wir halt gucken, dass da die Kapazitäten, ich denke mal, da wird es so einen ganz kurzen Punkt geben, wo einfach nicht genug Mitarbeiter hier drin sind. Und wenn das passiert, dann gehen sofort Leute nicht mehr arbeiten, weil hier wegen Kind. 2% unserer Gesamtbevölkerung geht nicht arbeiten wegen Kind, obwohl wir theoretisch Plätze hätten. Naja. Wird besser, sobald unser neuer Kindergarten steht. Oder besucht wird dann auch. Es werden natürlich die hier vorne eher nicht machen. Vielleicht noch die, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Wenn der Tunnel fertig ist, könnte es sein. Na, dass die hier in den Tunnel reingehen, wollen wir mal gucken. Wir haben die Tunneleingänge nicht angeschlossen. Das war natürlich dämlich, ne? Ja, ein bisschen blöd einfach. Na, hier wird ordentlich Sondermüll verarbeitet, ne? Also das klappt mit dem Sondermüll, das Verarbeiten, das klappt richtig schön. Wie die das runterarbeiten. Das ist schon gut, ne? Oh. Es geht gerade nichts mehr, weil. Ah, weil die selber eine Ladung hier haben. Ein neuer Zwerg. Süßdown! Süßdown 2512 liebt den Stream hart. Subreib. Wieso lachen Zwerge beim Fußballspielen? Weiß keiner. Weil die Grashalme an den Eiern kitzeln. Zwergtlaff, 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 Zwergtlaff. Ja gut, der war schon nicht schlecht. Aber, ja, Schlückchen. Sister, und Dankeschön für 22 Monate.
So, Leute. Es klappt tatsächlich irgendwie. Hier ist auch noch so eine mega fette Baustelle, ne? Oh ja, warte mal, wie lange dauern die noch? Oh, 800 Arbeitstage. Ja gut, wir haben ein paar Großbaustellen. Da merkst du das schon ganz sehr, ne? Und auch an den Wohnungen bauen sie jetzt schon rum. Ja, okay. Die Wohnungen waren ja früher schon immer wieder Thema. Da werden auch viele Arbeitskräfte noch reingehen. Wenigstens dir den Tag versüßt. Ah, herrlich. Das ist lieb von dir. Wir könnten eigentlich hier mal wieder bis zur nächsten... Ja, wir könnten eigentlich die Feuerwehrzufahrt mal machen. Das ist so eine Baustelle, die da habe ich ein bisschen immer Angst vor. Hohe Prio und sofort zuweisen. Damit das maximal nicht lange dauert. Und das hier oben können wir als ganz normale Geschichte laufen lassen. Das muss nicht schnell sein. Das geht nämlich eigentlich relativ schnell, so ein Stück Kiesstraße bis zur Feuerwehr. Das ist eigentlich machbar, ne? Schön, dass man endlich durch die Stadt einmal so ein Schneepflug auch fährt. Hat man schon lange nicht mehr, ne? Also, die neuen Schneepflüge, die haben sich schon gelohnt. Also, das war wirklich eine gute Investition. Auch wenn es natürlich teuer war, klar, aber es war eine gute Investition. Da bin ich mir ziemlich sicher. Müsste gleich noch ein Kieslaster irgendwo auftauchen. Wenn wir noch ein Laster irgendwo frei haben, ne? Also, ey, das Ding müssen wir halt unbedingt ersetzen. Kann nicht mit dem Fahrzeug ersetzen. Das ist ein Kipper, oder? Nee, das ist eine offene Ladefläche eigentlich. Oder hat Geld gekostet zum Entsorgen. So, 700.000. Ah, ist natürlich knapp, wenn wir das jetzt hier so machen, ne? Wir sind jetzt auf 84.000 Rubels innerhalb von einem Monat drunter. Das ist okay. Wir warten jetzt nochmal kurz, bis die letzte Rate durch ist. Und dann schauen wir mal, ob das sich nochmal anpasst. Nee, das hat da oben, passt da das gleich an. Okay, ja gut, wir sind auf 84.000 Rubels runter. Und wir sind jetzt schon von 1 Million Kredit, sind wir jetzt um 100.000 runtergegangen. Das versuchen wir natürlich jetzt durch die Bank weg durchzuziehen. Tag im Krankenhaus verbracht. Oh, Sister, und ich hoffe, es ist dann alles gut bei dir. Wodurch steigt eigentlich die Kreditsumme an? Was macht denn der Zwerg, dass Banken ihm immer wieder Geld leihen wollen? Nitram, das nennt sich blindes Vertrauen. Nein, du hast eine Gesamtkreditsumme, die du nehmen kannst gleichzeitig. Ja, und das wird hier von diesem Wert hier wegberechnet, ja. Und alles, was du auch zurückgezahlt hast von den Restschulden, wird hier on top draufgepackt. Also wir können uns jeden Tag ein bisschen mehr Kredit wieder nehmen.
für Freeman. Punkt. Freeman, dankeschön für den T2 im 12. Monat, ey. Meine Ohren. Das muss wehtun, Domba. Das muss wehtun. Halber Herzinfarkt. Das gehört dazu, ja. Freeman, danke vielmals für den lieben Support, ey. Vor allem auch noch T2-Support. Das ist so unglaublich lieb von dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Und dann ein Jahr auch noch voll gemacht. Ich danke dir vielmals. Ich glaube, meine Nachbarn kommen gleich klingeln. Ja, dann musst du sagen, das gehört sich so, ja. Auf jeden Fall für dich auch nochmal ein Fetzenheim. Oh. In Trampolinhalle umgeknickt. Oh, ist es doch, und ich sag dir eins, viel Gesundheit dir in den nächsten Tagen und Wochen. Gute Besserung und ja, ich hoffe, es wird, ja, nicht so sehr die Hüfte schwingen. Ich würde sagen, das macht's aber eh nicht, aber von daher trotzdem viel Gesundheit dir. Oh, ich sag's euch. Unfälle in Turnhallen, das ist immer das Schlimmste. Ich hab's, glaube ich, vor ewigen Zeit mal erzählt. Ich habe mir vor 100 Jahren beim Schulsport, also das ist bei mir schon etliche Monde her, ja, im Schulsport die gesamte Hand, also alle Finger und Handgelenk gebrochen. Gut, ich war auch ungefähr so filigran wie ein großes Rüsseltier. Damals habe ich festgestellt, dass meine Karriere doch eher vor dem PC liegt, ja, als in Sporthallen dieser Republik. Ja. Ja. War kurz vor Weihnachten. Ich glaube, es gibt kaum Bilder gibt kaum Bilder, wo ich Weihnachten die Geschenke nicht mal ohne Gips oder sowas aufmache. Ja, seitdem habe ich festgestellt, ich bin sportlich ungefähr so begabt wie ein Alpaka im Stabhochsprung. Ja, also von daher. So, man muss einfach auch manche Dinge akzeptieren können, dass sie sind, wie sie sind. Manchmal besser. Eine Gazelle. Anders, Tsunami, anders. So. Oh. Jedi sagt auch, ich habe den Schulsport gehasst wie die Pest und habe die Stunden gemieden, wie der Teufel das Weihwasser. Ich verstehe das voll und ganz, ey. Ich sag's dir, wie es ist, ne? Das ist, ja. Schulsport ist so eine andere Geschichte, ne? Ganz andere Geschichte. Aber ich bin da ganz bei euch, ne? Also, ich für mich war das auch nie was. Ich hab's halt mitgemacht und es war dann okay, aber, ja. Bock drauf hatte ich auch nicht. Nee. Gazelle, oder wie heißt das Tier mit dem Rüssel? Mein Alpaka aus Peru hat viel schönere Haare als wie du. Was? Stefan, was ist da los? Schulsport hieß bei uns immer Fußball. Ich bin absolut kein Fan von Ball. Ja, bei uns war das Völkerball. Völkerball, der Klassiker. Ne? Also Völkerball ging eigentlich immer in jeder Sportstunde. Und ja. Es wäre sicherlich schlimmer gegangen. Ne? Aber also Fußball, jetzt hier bei jedem Schulsport wild Fußball spielen. Nee, hätte jetzt nicht sein müssen. Also gebe ich ehrlich zu. So, hier schaut's gut aus. Ja, ich bin gerade ein bisschen am kleinen Upgrade. Ne? Also wir versuchen ja bis zum Sommer. Oder sagen wir mal, wir versuchen jetzt möglichst bald mal hier es zu schaffen, unsere Stadt wenigstens auf Kies abzugraden. Das ist ja schon traurig genug, dass wir das noch nicht haben. Aber Kies muss drin sein einfach auch, für die Zukunft.
Helikopter. Das machen wir auch gleich. Das sind alles so ganz mini kleine Upgrades. Aber die machen einen gewaltigen Unterschied, was die Bevölkerung angeht, hier bei uns aus. Denn solche Sachen wie Straßenupgrades erhöhen halt die Reichweite aller Bürger. Und wenn die da gleich mal ein bisschen mehr Reichweite haben, dann wäre das doch eigentlich ganz schick. Wir hatten drei Handballer in der Klasse, mit denen hat Völkerball keinen Spaß gemacht, das glaube ich. Also mit Abstand Schlimmste fand ich tatsächlich, Arbeitslosigkeit ist hoch. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Und wir sollten das vielleicht auf die Prio erhöhen noch. Ja, ich habe versucht, nach hinten zu schieben. Diese ganzen Innerstadt-Upgrades sind nämlich immer so elendig lang. Das zieht sich einfach, wenn du das stückchenweise upgradest. Ist bei Asphaltstraßen genau der gleiche Humbug, ne? Das dauert immer ewig, bis die Stadt halbwegs upgegradet hast. Du musst halt permanent schauen, dass du dran bist. Wieso gehen das nicht? Was? Keine Kultur genießen? Naja gut, wir müssen vielleicht mal ein paar Gebäude tatsächlich ein bisschen verbessern. Damit die Leute nicht so ewig rumstehen hier. Läuft schon. So, wie viel hat der? 21 Leute mitgenommen, sehr geil. Okay, wir müssen das jetzt echt mal ein bisschen in Frieden lassen. Es nimmt gerade alles ein bisschen überhand mit den Bauaufträgen und die ganzen Straßen und so weiter. Das sollte man vielleicht jetzt nicht übertreiben gerade. Lass mal nach und nach machen. Wir haben wirklich zu viel offen. Wirklich, wirklich, wirklich. Braucht das Hydrokraftwerk Strom oder versorgt das sich selbst? Ich glaube, es produziert Strom und versorgt sich damit selber. Aber ich frage mich jetzt nicht, ja. Hydropower Plant. Das meinst du, ne? Ne, das produziert Strom. Auch gut, ne? Also fast 1000 Megawattstunden. Aber fast nur. Kleinen. Die hier. Ne, warte mal, das sind Geothermie. Ich hab die. Das da hier. Das ist Run on the River Kraftwerk. Das kann ich halt nicht bauen, weil bei mir ist es halt. Der River ist nicht gerade genug und umbauen will ich den nicht. Der produziert halt ganz wenig Strom. Das lohnt sich halt fast gar nicht, ne? Und du überlegst, das ist halt. 10 von den kleinen Windanlagen produzieren so viel wie das Run of the River Hydroelektrizitätswerk. Das ist halt, lohnt sich eigentlich nicht wirklich, ne?